Was mit Onkel Kevin? Wenn ich das wüsste. Vielleicht komme ich gleich online. Alles klar bei dir? Kevin? Nee, er kommt gleich, er hat wahrscheinlich noch was zu tun oder so. Okay, so müsste es eigentlich okay sein. Was macht er denn gerade? Sind gerade am Spielen. Eigentlich gerade gar nichts, ne? Wo sind wir denn dran gewesen? Ballen, ne? Oder Fertig. habt ihr alle Ballen weg? Wollte jetzt einfach mal Saatgut will holen. Und Groban ist auch fertig, oder wie? Ne, das war noch nicht Ja, bis fertig. aufs Vorgewende. Ja, dann mache ich mal weiter, ne? Es könnten aber, wir könnten uns auch zwei Mähwerke besorgen, ne? Ja. Einen großen Schwader. Wir könnten zwei mähen. Jetzt hat er mein Und Dingens nicht erkannt, einmal ne? mit dem großen Schwader Schwaden ziehen, weißt du? Ja. Soll ich mein Lenkrad eben einstellen? Ja, mir ist das egal. Wir können auch mähen. Haben wir eigentlich vom BM-Modding dieses MB Unimog-Pack drinne? Ja. Wieso? Kevin? Ja. Du bist ja gerade nicht online. Könntest du mal gucken, wie die Qualität bei Twitch jetzt gleich ist? Jo. Aber jetzt gerade bin ich sowieso was anderes am machen. Gleich. Ich muss mein Lenkrad gerade mal einstellen. Hab mir auch vorhin Twitch für die PlayStation heruntergeladen. Okay. Sprich, wenn wir hier live, also so ein Livestream machen, kann ich immer die PlayStation gucken. Okay, das war gut. Gott, was ist denn jetzt hier los, ey? Ich brauche zwei CPUs. Bist du müde? Jo, ein bisschen. Naja, ich meine eigentlich Chris. Ach so. Ja, schon, Mann. Ich habe ganze Nacht gearbeitet, ich habe nicht gepennt. Ja, was willst du jetzt machen? Also, sonst Ich fahre ich wollte jetzt jetzt grubbern. Saatgut holen. Dann fahre ich grubbern, oder? Dann kannst du ja noch so lange grubbern und dann machen wir nachher, Ja. wenn es okay ist, fangen wir mit Grassilage an, oder nicht? Ja. Damit wir auf jeden Fall die Tiere schon mal ein bisschen verfüttern können. Ja, klar. Nicht verfüttern, sondern befüttern können. Weil wenn wir alle Felder mähen würden, dann haben wir ordentlich Silage zu fahren. Ja. Dann Ja, könnten wir Kevin. eventuell nochmal das Skript rausnehmen, wenn das für dich okay wäre, weil dann hätten wir nämlich Silage, weil sonst bringt uns Gras nichts viel, außer Heu. Weil wir Nee, mussten ja das immer können wir auf jeden Fall 40%. rausnehmen. Also mir ist das Latte. Wobei das eigentlich ein cooles Ding ist. Wo kann ich denn jetzt Saatgut kaufen? Da musst du mal gucken, das weiß ich nicht. Kevin, was sagst du von der Qualität? Bist du schon am gucken oder? Nee, mache ich jetzt. Dann kannst du vielleicht gleich auch mal eben im Chat reinschreiben. Ja, ich registriere mich und dann mache ich dort. Muss das noch registrieren? Ja, das geht ja schnell. Ach, Mischfutterbetrieb? Müssen wir da hinten Mischfutter generieren? Ja, ich glaube schon. Ja, die Qualität ist gut. Ja? Ja. Und der Ton? Warte, ich mute mich mal kurz. Juju. Aber Mischfutter weiß ich jetzt nicht, also musst du das hier selber machen, oder was? Da war doch irgendwas für die Schweine Schrot, glaube ich, ne? Ja? Hm? Okay. Wo haben wir denn hier eine Getreidewirtschaft? Ja, Die ist ist da auch oben. gut. Okay, wie würdest du sagen, Kevin, ist die denn so die Qualität vom Bild her? Also vom Bild her ganz gut. Ja, mit den YouTube-Videos von uns zu vergleichen oder besser oder? Oder besser als die letzten Livestreams? Weil ich habe da ein bisschen was dran geändert. Ja, so sagen wir es mal so. Ich glaube, jetzt, wenn du die Kamera bewegst oder so, die Qualität besser und ja. Ja. Okay. Weil ich habe jetzt auf 60 FPS hochgestellt. Dafür in der Codierung ein bisschen was runtergenommen, damit andere die eine schlechtere Leitung auch zugucken können. Sollte es dann eigentlich so ein bisschen wieder ausgeglichen haben. Und dann habe ich die CPU
einiges mehr arbeiten lassen jetzt. Oder lass sie um einiges mehr arbeiten, weil die so gesehen langsamer die Bilder verarbeitet und dafür aber besser hochladen kann. Ja, und jetzt hab ich auch noch so ein Follower-Dingens reingemacht. Kevin, folgst du uns schon hier auf Twitch? Du hast ja gerade registriert, Ich ne? bin gerade dabei, mich zu registrieren. Dann kannst du gleich mal followen. Dann will ich mal gucken, ob das funktioniert. Lohnunternehmen GZ. Moin. Lohnunternehmen GZ? Ja. Ja, das ist der Josef ist wahrscheinlich. Ah, okay. Alles fit? Der hätte ja auch Interesse dran. Der schneidet ja Videos und moddet halt und all so ein Zeug, ne? Okay. Der kommt halt morgen auf den Teamspeak und wird sich mal vorstellen. Ja, kann er gerne machen, oder? Chris, was meinst du? Vorstellen? Kennst mich doch. Ja, ich kenne dich doch. Nö, Ja, genau nein, der. natürlich. Was genau der? Nee, der hatte jetzt gerade reingeschrieben, ja, genau der. Wahrscheinlich den Kevin meinte. Ja. Ja. So, ich hoffe, ich kriege in der Getreidewirtschaft mein Saatgut. Müsste ja eigentlich sein, ne? Ja, also würde ich sagen, Wir normalerweise. haben nur noch 70.000, ne? Ja, ich bin jetzt gerade nicht angemeldet als Admin. Aber wir müssen da erstmal Getreide verkaufen. Okay. Ach, das ist genau, also fast genau der gleiche Kram wie auf der Bandico. Ja, das hättest du ja denken können, oder? Klar, neue Umgebungen und alles, aber ich denke mal, die werden da auch viel von übernehmen. Nee, also auch fast. Also ich wette zu 100%, dass hier das Saatgutlager drin ist. Ja, ich weiß, welches du meinst. Und ich hatte. Oh, nee, ich hatte nicht recht. Oh, ho, 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 ho. Oh. So, jetzt schreibe ich mal was. Ja. Folge euch. Hast du schon auf Follow gedrückt? Nee, mache ich jetzt. Ich schick mal den Zug los, ne? Mach das. Und tschüss. Und tschüss. Ja. Normalerweise müsste dann gleich im Stream kommen, dann oben links oder so in der Ecke, dass du jetzt followst. Ja, ich habe da gerade drauf gedrückt. Und ein Sound, ja, das dauert ja immer ein bisschen. Ja, da ist es doch. Also bei mir kam es, bei euch auch? Nee, ich habe nichts gesehen. Ja, da muss ich das vielleicht noch mit ein. Ja, das kommt dann noch. Also Fanfarmer, ne? Ja. Ja, vielen Dank für dein Follow. Jo, bitte. Das auch. Ist aber ordentlich laut dann. Kevin, du bist echt. Das wird dann Was kann. gleich, das müsste gleich dann auch bei euch noch kommen. Ich hab. Hier können wir sogar Bein verkaufen, Jungs. Boah, ey, wo schreibe ich denn hier rein? Weil mir klappt das gar nicht. Da. Jo. Slow Mountain 4K. Vielen Dank für dein Follow. Ja, jetzt komme ich auch mal auf den Server. Vorher hole ich mir was zu trinken. Jo. Bringst du mir was mit? Ja klar, ein kaltes Bier. Nein. Ja, am Sonntag. Vielleicht Ja. kriege ich ja hier mal eine Cola. Ja, aber das mit dem Follow-Alert klappt auf jeden Fall. Das ist schon mal cool. Na, hast du gut hingekriegt, Matze. Sehr cool. Dann kann ich wenigstens auch mal mich bedanken, ne? Oder können wir uns Nee, finde ich, bedanken? nee. Finde ich echt cool, dass Ja. du das da so machst. Ja. Ist immer manchmal echt angenehm, wenn man nicht immer so wie was bei mir früher immer war, dass man sich um alles kümmern musste, sondern es ist cool, Ja. dass du das mitmachst sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also, wir wollen ja was aufbauen, ne? Und was Nee, Vernünftiges und ich kaufe mal, Seriöses.
Bisschen Saatgut, ne? Ja, mach das. Aber ich habe da reingeschrieben, nicht folgt uns, sondern jetzt zum Beispiel, wenn uns, ich sage jetzt mal Fanfarmer, ne? Mhm. Da habe ich einfach reingeschrieben, Fanfarmer steht auf LS Real Drivers. Das kann man ja alles ändern. Man kann auch irgendwie seine eigenen Sachen einfügen, an Bildern, was da kommt oder so. Wenn wir nachher mal ein bisschen Geld investieren, dann. Ja, ja klar. So, jetzt muss ich mal kurz aktualisieren. Wie läuft denn das überhaupt, wenn die immer so dieses Donate machen da, ne? Musst du da ein Konto angeben oder was? Ja, du musst ja irgendwas da unten dann so einen Button machen, ne? Mhm. Und dann musst du da PayPal-Konto oder keine Ahnung was angeben, aber brauchen wir alles nicht. Also erstmal nicht. Nee. Da bin ich ja nicht, oder ich sag mal, da sind wir drauf angewiesen. Ja, aber. Aber ich glaube, aber wenn wir, selbst wenn wir das machen sollten, würde ich fast sagen, wir spenden das. Ja, das kann man cool finden. Das kann man natürlich auch machen, ne? Aber entweder bei einer Einrichtung bei dir in der Gegend oder bei mir in der Gegend. Ja, und wenn wir für irgendwas sparen, dann kann man natürlich sagen, kann man ja so ein Donation-Ziel dann wirklich da reinmachen, ne? Sagen, gut, wir haben jetzt das Ziel oder das, ne? Ja. Titanix. Ah, die werde ich mir, denke ich mal, sowieso holen. Ich kann das nicht. Ich habe noch was Richtiges vor dieses Jahr. Ja, hallo. Solche Sachen gehen auch vor. Ja, die Titan X, ne? Hey, ich glaube, mit der kannst du weniger anfangen als mit deiner Frau. So kann ich. Würde ich mal so behaupten. Also was bist du jetzt am machen? Achso, du hörst Saatgut, ne? Dann, ja. Ja, ich hole mal einen Anhänger schon mal voll. Morgen wieder arbeiten, ne? Wer? Du? Ecke. Ja, Ecke nicht. Ja, ich habe jetzt ein Jobangebot aus Berlin bekommen. Ich denke, ihr wollt in den Norden kommen. Ja. Aber man muss natürlich dahin gehen, wo es finanziell am lohnenswerten ist, ne? Ja, im Norden. Ah ja, mal gucken, wo es einen hinzieht. Man ist ja noch jung, unerfahren. Manche ja. Noch gutgläubig. Das Leben ist hart und ungerecht. Ne? Naja. Naja. Das sehe ich, nee, das sehe ich. Nö, das sehe ich nicht so. Du kannst direkt mal Kalk holen, wir müssen hier Kalk streuen, ne? Du kannst auch dir den Bredal holen und hierher kommen, dann kann ich dir hier direkt Kalk auffüllen. Ja, aber ich muss ja hier noch erstmal fertig machen. Ich hab ja nicht so hier schön Arbeit. Außerdem wollen wir da doch erstmal. Wir nehmen aber nicht die Mähwerke, die jetzt den Schwatt machen, ne? Nee, wir machen es dann, wenn dann jetzt wieder richtig, würde ich sagen. Weil dann können nämlich zwei mähen und einer schwadet gleich hinterher. Ja, klar. Mit dem großen. Und dann müssen wir die Deutz-Ladewagen nochmal hochladen. Ja, also für alle, willst die du da Zuschauer, keine. Wir brauchen nämlich unbedingt Futter. Wir haben noch zwei kleine Tiere. Servus! Oh, ja. Krumme Beine, krumme Beine. Das ist natürlich auch ein sehr schicker Name. Krumme Beine. Krumme Beine. Servus, herzlich willkommen. Nee, aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Dass wir dieses andere Mähwerk nehmen. Das andere? Also, zwar schon schick ist, aber. Ja, aber haben wir denn jetzt eins drin? Wir können nur das standardmäßige nehmen. Wir haben da nur das Kuhn. Ja. Was aber Schwatt auch ablegt. Guten Tag, Slow Motion. Herzlich willkommen im Stream. Slow Motion 4K. Also das Originale willst du nehmen, oder was? Mähwerk. Da müssen wir ja erstmal, sonst müssen wir wieder unterbrechen und hochladen. Nee, nehmen wir ja erstmal das andere, ne? Würde ich auch sagen. Das Butterfly halt, ne?
Ja. Und dann den Vierfachschwader. Ja. So, ich nehme noch was. Kommst du jetzt? Ne, du bist noch am Grubbern, ne? Ja. Also mit dem Mitzocken bei uns momentan ist leider voll. Also wir sind jetzt ein fester Stamm. Momentan, wo haben wir halt nicht vor zu erweitern oder noch Leute mit dazu zu nehmen. Aber ich denke mal in der nächsten Zeit auf jeden Fall. Chris, dein Mikro. Ja. Ja, jetzt ist wieder besser. Also ich denke mal in der nächsten Zeit wird noch werden wir wahrscheinlich uns wieder dann ein bisschen ausbauen, aber momentan auf jeden Fall sind wir genug Leute und einfach dabei bleiben vielleicht und dann werden wir auf jeden Fall, ich sag mal, bis zu so 7 Leuten oder so wollen wir demnächst vielleicht mal aufstecken. Dein Mikro. Maximal erstmal 7, genau. Das Genau, heißt, genau. pro Monat vielleicht einen dazu. Wir müssen aber mal gucken, ob das passt. Und dass wir Genau. genug Arbeit haben, weil es ist auch langweilig, wenn hier nichts zu tun ist, ne? Genau. Aber du hast zwischendurch immer an deinem Mikro so, weiß ich nicht. Dann ist dein Mikro, läuft dann trotzdem weiter, obwohl du nichts sagst, dann sind nur Hintergrundgeräusche dann da. Echt jetzt? Ja. Ah, wirst du ja nachher im Stream auch hören, wenn du ihn nochmal anguckst. Ja, ich will mich eh nicht im Stream hören. Ja, stell dich doch nicht so an. Das ist denn so jetzt besser? Du hörst mich am Anfang natürlich nicht, aber. Ja, so ist jetzt auf jeden Fall besser, aber ich Er weiß. war ein bisschen empfindlich eingestellt. Okay. Bauer 13100. Nein, leider immer noch kein Platz. Nee, das wird noch ein bisschen dauern. Also ich sag mal so vielleicht 1 Woche oder 2. Also das wird jetzt bei uns jetzt nicht von jetzt auf gleich gehen. Wir müssen noch ein bisschen uns ausbauen. Unseren Stamm dann irgendwann erweitern. Oder Chris, was sagst du dazu? Ja, wir wollen auch erstmal bei uns einfinden, wie wir so zusammen miteinander funktionieren. Ja, wir haben jetzt den Kevin ja gerade neu aufgenommen, oder Genau. vor einer Woche knapp, ne, oder? Wann war das? Genau. Aber jetzt immer noch, Chris. Irgendwelche Probleme hast du mit deinem Mikro. Ach komm, hör auf. Ja, ist so. Was soll ich dir da sagen? Slow Motion für. Ja, Slow Motion 4K, genau. Das ist der von Bayern Bua, genau, von Bayern Bauer. Das ist der aus dem Pack. Ja, den finde ich auch schick mit den animierten Subwelle. Auch wenn du ihn ausschaltest, geht der direkt aus. Also der ist wirklich sehr schick gemacht. Denn jetzt immer noch? Ja. Ne, jetzt gerade nicht. Ja, sag Bescheid, super, das ist Ja, mache irgendwie. ich ja. Krumme Beine, ja, klar. Das hatten wir ja auch. Also, oder wir hatten ja auch vor einer Zeit gesucht und haben uns halt gefunden. Und es klappt auf jeden Fall bis jetzt alles ganz gut. Aber leider sind wir jetzt momentan so weit gut besetzt und können halt momentan eigentlich erstmal keine Leute mehr aufnehmen, leider. Das hat so gut geklappt, dass wir gleich am ersten Abend gesagt haben, komm, wir machen Stream, wir gründen was, YouTube-Kanal. Genau. Ja, der Chris und ich sind so gesehen die bisschen, also die das angetrieben haben. Ne? Also wir zwei sind ja, glaube ich, so die, das alles so ein bisschen händeln. Ja, Lohnunternehmen GZ Bayern. Ich denke mal, du kommst aus Bayern dann, ne? Wenn du Bayern liebst. Wer liebt hier Bayern? Ja, ich denke mal, das Bundesland eher, anstatt den Verein, oder? Aber Chris, weißt du, was du dir auch. Du kannst hier den Chat nebenbei aufmachen, ne? Du musst das Video nicht gucken. Ja, Also. ich wollte das. Bin ich gerade dabei? Ohne Scheiße. Jetzt wollte ich nur mal gucken, wo ich den Chat dann aufmache. Das müsste eigentlich funktionieren, ohne dass du das Video guckst, wegen deiner Internetqualität jetzt. Da Was hast kannst du du denn? auch den Leuten antworten. Sorry, unable to connect to chat. Du kannst hier den Chat, glaube ich, Pop-out machen, ne? Und dann den einfach so rausziehen. Oder der wird dann ausgeblendet und dann kannst du das andere eigentlich wegmachen. Bundesland, ja, Verein ist mir ziemlich egal. Ah, okay. Also nicht viel mit Bayern, ach, mit Fußball am Hut. Moinsen de Buhr.
Ach, der krumme Beine kommt auch aus Bayern, okay. Ja, der De Boer, das ist der Kollege, der den ihr hier Dicke. hört. Genau. Ja, damit ich auch mal sehe, was ihr schreibt. Genau, das ist ja Das wichtig. soll euch ja nicht unterleihen unterhalten, der gute Mike Matze. Ja, immer Weißt du? dieses Mike Matze Ding, ne? Ja. So langsam. Er soll ja auch mal arbeiten. Der nimmt das hier nicht mit. Ich muss das, glaube ich, dann anders machen. Muss ich das so rum? Ja, das sind dann. Gucken, ob das jetzt so grubbert. Auch nicht, oder? Wie ist denn die Qualität vom Stream? Ist die in Ordnung? Hört man uns gut? Ist das Bild in Ordnung? Guten Abend. Ah, Ozzy ist auch wieder da. Ozzy 134. Du warst ja jetzt die letzten drei Streams, Moin. glaube ich, da, ne? Fast durchgehend. Ja, sehr schön, dich wiederzusehen. Ja, da muss ich tatsächlich so hier. Ah. Ja, super. Danke für die Antwort, Lohnunternehmen. GZ. Ah, okay, danke. Also, Qualität ist super und Stimmen auch. Auch meine. Ja, deine leider auch. Nee, ich finde meine schlimm. Ja, Chris, sein Mikro stört manchmal. Ja, das habe ich auch schon. Das sage Echt ich ihm ja jetzt? auch die ganze Zeit. Schon immer noch? Nein, jetzt momentan nicht mehr. Also, jetzt, vorhin hatten wir es jetzt nicht mehr die Zeit lang, aber ich sag mal, es war vorhin, ne? Anna. Ja, Ossi schreibt auch immer noch gut. Top, Top-Qualität. Okay, Dankeschön. Ist ja schön, dass man sich so auch so euch verlassen kann. Was bist du eigentlich gerade am machen? Chris, immer noch Saatgut am Holen oder was? Kannst du das Saatgut denn jetzt hier lagern dann? Ja, da gibt's extra Am so eine Getreidehof oder was? Abladestelle. Nee, bei uns, ja genau, wie bei der Bantico. Ja, genau. Wo gerade Saatgut, dass wir dann mal unsere schöne neue Sämaschine. Ho, da habe ich ja schon Spaß drauf, ne? Dafür gibt es auch extra eine Premiere. Da haben wir nämlich einen schönen Fendt Ja. 28er TMS dafür. Ja, die Sämaschine, die ist Bombe. Die ist echt schick. Und Die werden wir auch schön präsentieren. dürfen wir aber auch leider nicht zum Download zur Verfügung stellen, Nein. weil wir machen sowas nicht eigentlich mal absolut. Und falls mal einer bei uns mitspielen sollte und kriegt natürlich die Mods, weil wir damit spielen, und ich sehe das Ding irgendwo, dass das so aussieht, ich werde das Teil markieren, dass nur ich finde, wo die sind, dann ist vorbei. Weil das kann man nämlich machen. Tja, nee, aber ist ja richtig so, ne? Man, also dieses Mod, Da möchte ich nichts, weil das nee, sind eh man will ja schon. auch die Community auch nicht noch weiter zerstören, ne? Das ist ja auch vernünftig. Also Aber momentan müssen haben wir wir. 8 Zuschauer. Cool. Freut mich. Ja. Ja, wenn ihr, ja, ich habe jetzt vorhin auch einen Follower-Alarm eingebaut, so gesehen, bei unserem Twitch-Kanal. Also jetzt sehe ich auch endlich, wer uns folgt und dann kann man. Ah! Hash Cookie hat uns gefolgt. Vielen Dank für dein Follow. Oh, besten Dank. Hash Cookie, vielen Dank. Wann wird die präsentiert? Fragt der Bauer 13100. Die Die. Sämaschine. Ah, kommt gleich, kommt gleich. Ich muss mal kurz gucken, was sie kostet, der Spaß. Du kannst sie ja schon mal im Shop einmal vorzeigen. Soll ich sie schon mal zeigen? Ja, Wirklich? die können wir uns sogar leisten. Vielleicht komme ich dann ja ich mal mit ange. Ja. Ich habe gerade leichte Ah, der Orientierungsschwierigkeiten. Lohnunternehmer GZ. Ah, ihr hattet das auch schon mal mit Kevin. Ah, okay. Ja, sowas ist einfach nicht, also nicht korrekt. So, Sämaschinen. Hast du die andere rausgenommen, die andere Cleveland? Ja, sowas hatte ich mit Kevin auch schon. Scheiß Mutklau. Ja. Die andere Cleveland hast du rausgenommen oder hast sie drin gelassen? Das ist die richtige jetzt. Okay. Also das hier ist die Cleveland, die wir meinen. Aber die sieht Heißt sie richtig. so oder heißt sie.
Querneland. Ja, kann auch Querneland heißen, Sag ne? das doch mal bitte, Leute. Verstehst du? Na, Hash Cookie sagt, der Mod Map Download dauert voll lange. Ja, meinst du von der Schönebeck, der Map Download? Ja, das sind glaube ich 399 MB oder sowas in dem Dreh rum müssen das sein. Also die hier werdet ihr gleich sehen und das ist richtig schick. Kann ich mir die ganze Arbeit ersparen, den ganzen Kram zu animieren. Genau. Was meinst du mit V-Lohnunternehmen GZ? Ah, Quer. Querneland. Ja, genau, genau. Ah. Ja. Querneland? Ja, das stimmt. Bist du gerade runterladen? Hash Cookie oder was? Naja, das stimmt. Matze? Ja, kommt natürlich auch auf die Leitung an. Was sagst du? Matze? Ja? Bitte. Ja. Auch nebenbei arbeiten, ja? Ja. Ich sollte doch gerade die Sämaschine zeigen, oder nicht? Ach, oder guckst du meinen Stream an? ja, hab eine 100.000 K-Leitung, ist wegen Upload der Seite. Ach so, ja, okay, hast du kein Uploaded Account? Ja, dann dauert es natürlich lange. Wenn du kein Uploaded Account hast, dann musst du natürlich warten. Das stimmt. Also, wir haben ja uns einen Uploaded Account gekauft. Also dieses Premium uploaded und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, also dann dauert das eine Minute maximal für so ein Download. Da seid auch immer bei Facebook bedacht und guckt da mal rauf, weil ab und zu werden wir einen 48 Stunden Account mal raushauen. Davon weiß mein lieber Kollege und nichts, aber das werden wir machen. Genau, die 48, die kriegt man umsonst dabei. Ne? Genau, und das ist eh für den Free-User, können wir nichts mit anfangen. Die werden wir dann an euch verteilen. Genau, die könnt ihr immer dann, also ihr könnt ruhig uns auf YouTube oder auf Facebook. Die, das ist auf Facebook, da werde ich das nämlich posten. Genau, die Links habe ich hier unten reingesetzt, da könnt ihr dann einfach mal gucken. Und dann wird der gute alte Chris dann immer die... Hast du das gesagt, der gute alte? Wird dann die... Codes dann so gesehen dann von dem Uploaded Premium Account für 2 Tage dort dann online stellen. Und der erste, der den er halt eingibt, hat halt den Account für sich und für sein Profil dann für 48 Stunden freigeschaltet. Bauer 13100 fragt, warum sollte man die Mods weitergeben? Das finde ich blöd, warum tut ihr die Sämaschine nicht hinter die Scheibenegge? Ja, wir wollten halt gleich noch ein bisschen kalken und ich denke mal, also... Wollten wir? Ja, wir müssen ja noch Kalk draufbringen und dann wollten wir danach erst sehen. Fahr ich nochmal schnell los und hol Kalk. Ja, das wäre nicht schlecht. Kein Ding. Klar, es wäre natürlich ein Schritt Arbeit gespart, wenn man jetzt direkt die Sämaschine hinten dran hängen würde, das wäre logisch. Aber ja, ich meine... Wir haben jetzt nur das eine Feld und müssen halt ein bisschen Arbeit gucken, dass wir uns ein bisschen was noch aufteilen. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich noch? 61.000, mein Freund. 61.000, ah, okay. Komm auch mal kurz vorbeigeschneit, dann sehen Sie mir auch mal. Das ja, mach das. Kevin, der ist gerade weg. Ich denke mal, er kommt später wieder. Ich weiß nicht, wo der sich was zu trinken holt. Ja. Der ist bestimmt gerade nochmal nach, weiß ich nicht wohin, zum Supermarkt oder so. Mal kurz was zu trinken holen. Oder muss es noch vielleicht noch herstellen lassen? Naja. Wie gesagt, vielleicht kriege ich auch noch was zu trinken. Naja, ja, vielleicht klingelt es gleich bei dir. Bringt Kevin dir was vorbei. Ja, aber Bauer, wir sind hier wieder angefangen und wir haben losgedroschen und dann. Ja, haben wir einfach schon mal gesagt, wir fangen alle mal ein bisschen an zu gruppern, weil das ist nämlich dann, wenn du zu viele Leute bist, wenn du zu viele Leute hast, dann müssen wir halt gucken. Wir hatten die Sämaschine nicht, die habe ich vorhin erst bekommen. Nicht übers Feld fahren, hallo, ich sehe das. Das ist doch nur... Du verdichtest hallo. Doch wieder alles. Ja, Alter. Tut mir leid. Was für eine Kiste fährst du hier gerade durch die Gegend? Wie mit was für einer Kiste? Jetzt hast du es wieder mit deinem Mikro. Kommst du denn damit irgendwo dran mit deinem Mikro? Jetzt ist es gerade extrem. Hast du vielleicht ein Kabelbruch oder so?
Ich mute dich mal eben. Ah, okay. Er hat selber getan. Ja, kleine Hardware-Probleme bei dem Kollegen. Er hat wahrscheinlich gerade sein Mikro zerstört oder sein Headset. Ja, sehr windig bei dem Kollegen, das stimmt. Ich glaube, er sitzt draußen am Rechner. Das hat sich tatsächlich so angehört. So, dann sind wir gleich auch fertig hier. Ja, auf dem Balkon, ne? Ja, 11 Euro Mikro, das ist natürlich gut. Wenn man es auf den Tisch haut, dann ist natürlich klar. Leute, ich höre euch noch, ne? Du hörst mich und kannst die anderen lesen. Also der Slow Motion 4K hat gesagt, das ist der Winnig bei dir. Sitzt wahrscheinlich auf dem Balkon, ne? Jetzt ist er wieder stumm. Was? Nee, der Slow Motion 4K hat gerade gesagt, dass es sehr windig bei dir ist, dass du wahrscheinlich auf dem Balkon sitzt oder so, ne? So ist das hier in Norddeutschland. Da ist es halt nun mal ein bisschen mehr mit Wind zu tun, ne? Kam da gerade eine Böe oder wie? Ein Auto ist vorbeigefahren. So, was machst du jetzt hier? Versucht das noch einzustellen, damit ich eure leichten Ohren nicht weiter belästige mit meinen Geräuschen. Ja, das war gerade extrem. Nee, aber der Lohnunternehmer GZ hat gesagt, sein 11 Euro Mikro haut er immer auf den Tisch, das hilft dann. Na, ich probiere da lieber nochmal was anderes. Ja, aber kommst du denn dann damit irgend ran mit dem Mikro oder was? Oder nein, ich hab doch mal bei den Aufnahmegeräten. Oder hast du die Rauschstörung nicht raus? Oder. Weil das baut. Das wie so eine Welle. Das baut sich dann auf einmal auf und dann wird's extrem laut. Ja, das ist, weil ich doch die Verstärkung drin habe. Okay. Spracherkennung. Links, rechts, rechts, links. So, ja. Pass auf. Mikrofon verstärkt. So, ich denke mal, so wird die letzte. Versteht ihr mich jetzt noch? Ja, also ich verstehe dich noch. Also sehr gut oder leiser als vorher? Leiser auf jeden Fall. Leiser. Um einiges. Gut, dann werde ich das nochmal um 10%. Ja, das ist gut. Das war gut. Jetzt? Das ist gut. Das ist gut. Kannst ja mal. Ist das soweit gut? Kannst ja mal die Zuschauer fragen, was sie sagen. Ob es in Ordnung ist. Junge, du sollst auch hier alles mitnehmen, ne? Das Land, sag mal. Kick dir das mal an hier. Ich nehme hier alles mit. Da ich kann auch nicht das Gras hier noch mit umflügen, mein Freund. Oh Mann, du. Einmal mit Profis arbeiten, weißt du was? Jedes Mal, dann vergrößern wir unser Feld jedes Mal um 10 cm, ne? Du hast ja keinen Flug an der Hage. Ja, so, aber trotzdem. Ich follows. Kommst du mir gleich mit dem Breder danach? Ja, kann ich machen. Dann machst du dann nochmal deinen Hänger mit Kalk voll, oder? Auch noch. Ja, wird gemacht, Chef. Hast du den Breder gekauft? Kauf den mal bitte, weil ich bin kein, hab mich jetzt gerade nicht eingeloggt. Solltest du auch lieber jetzt gerade nicht machen. Nein. Werde ich auch nicht tun. Ey, oh, jetzt können wir die Seemaschine aber nicht mal kurven. Ah. Da müssen wir so, wie viel, ja, wir können ja Gerste später verkaufen, oder? Das werden wir heute auch noch machen. Ja. Wie sind denn überhaupt die Preise hier? Aber du hast wahrscheinlich auch schwer, ne? Natürlich hat er auch schwer. Ich habe bei mir die Grafikkarte noch eine, eigentlich noch eine relativ alte drin. 670 Nvidia GTX 670 Ti. Ja, das ist immer schwierig. Alles davon direkt zack. Ne, die GeForce Nvidia GTX 670 Ti habe ich drin. Overclocked. Ey, ich spiele mit einer GTX M260. Ja, aber M ist das nicht meistens Laptop? Grafikkarten. Ja, und eine 260er ganz bestimmt nicht. Deswegen. Das war nur ein kleiner Scherz. Ja.
Nee, aber ich hatte mir jetzt oder zu Ende des Jahres will ich mir entweder die Titan X holen oder die sie oder die 89 Ti mit Läuft. Wasserkühlung verbaut. Ich habe mir jetzt den neuen Prozessor gekauft, 6700K und neues Motherboard und DDR4 Speicher, damit das alles hier vernünftig funktioniert. Und ja, bin bis jetzt eigentlich zufrieden mit dem Prozessor, mit der CPU. Also ich hab, was habe ich überhaupt? Ja, was hast du für eine Ne, Grafikkarte ne, verbaut? R9 280X. Eine Reader, ne? Oder was ist das? Ja, eine Ativa. Die ist ganz cool eigentlich. Die ist Okay. super leise, kann ich echt empfehlen. Ich habe sie auch mit Battlefield und sowas alles auf Max, Max, Max. Die. Ja, okay. Als wenn sie nicht läuft. Mit auch Okay, zwei ja. riesige Lüfter, drei riesige Lüfter drauf, ne? Ja. Ja, ich habe auch also drei riesige Lüfter bei mir drauf. Ja, GT 630 natürlich. Ja, bei manchen Karten und so weiter ist es natürlich schon sehr performance-lastig. Und wenn er dann. Ja, wie viel Gigahertz hat die denn? Die 630. Weil das ist ja. Der GPU-Speicher ist ja wichtig dabei. Und ja, da würde ich auf jeden Fall versuchen, vielleicht aufzurüsten. Muss ja nicht direkt was Extremes sein. Ich würde auf jeden Fall in die GTX-Reihe gehen. Dann hast du eigentlich, wenn du GTX hast, dann hast du für S eigentlich gut genug, sag ich mal. Du, Ja. kurzes Beispiel, drück mal F8 bei dir. F8. Ja. Und alle, die das noch nicht wissen, da seht ihr ja links den Total-VRAM-Speicher sehen. Die das sehen. Hättest du jetzt nur eine 1 Gigabyte VRAM-Speicherkarte, könntest du hier zum Beispiel, hättest du echt mega Probleme. Und das ist nur mit den paar Mods, mit denen wir hier gerade spielen. Genau, der. Deswegen sollte man ungefähr mit 2 Gigabyte sollte man LS15 schon spielen, weil die Texturen halt fressen ohne Ende. Genau, Oder hier. man speichert die Texturen kleiner ab. Genau, hier ist der Totalram gerade von 960,3 MB und Max 1074,81 MB. Das ist das, was du bis jetzt hast, alles, ne? Ja, und ich habe ja 2,6 GB oder so auf der GTX. Ja, ich war schon im Dorf, deswegen habe ich ein bisschen schon mehr als VRAM im Ja, Speicher klar, ich gehabt. bin ja hier noch nur auf dem Feldweg, hier ist ja nicht viel. Ja, die GTX 670 nach 79 ist auch gut, also auch ein Top-Modell, also vollkommen ausreichend für die für LS auf jeden Fall, auch für andere Spiele. Also damit kannst du eigentlich fast alles zocken. 2 GB, ja, dann kommt es ja noch auf die, ja, auf die, auf den Dingens an, ne, davon, auf den, GPU-Speicher von der Grafikkarte und auf den, ja, auf die, irgendwie, das ist auf diese Taktfrequenz davon, von der Grafikkarte. Und das macht das dann aus. Man muss die Taste F8 drücken. Wenn du aber in der Genau, die Game Konsole an hast, XML ne? unten bei Controls statt Fails True eingibst. Das muss man vorher noch einstellen, hat man die Konsole öffnen, dass man da alles über das Spiel gucken kann. Genau. Können wir uns einen MB-Truck auch einmal besorgen? Willst du für die langen Strecken oder was meinst du? Zum Beispiel zum Getreide verkaufen, wäre so eine Kiste perfekt. Ja. Jetzt muss ich erstmal eben wieder gucken hier, wo ich den Dingens hinstelle. Stelle ich wieder hier rein. Ja, Holst du okay. das Ding beim Händler ab? Ja, mache ich jetzt gleich. Dann nehme ich aber den Class Axion für. Den 59er. Obwohl der John Deere hier schneller ist, aber. Aber dann warte ich gleich da, weil du bist ja eh gleich beim Getreide. Ja. Ja, oder was wollen die Zuschauer lieber sehen? Lieber den John Deere oder den Black Beauty Class Axion 59? Meinte ich auch nicht dich, Lohnunternehmen, sondern krumme Beine. Slow Motion bei einfach per Überweisung. Ja, per Sofortüberweisung. Genau. Oder
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich normalerweise per Sofort, per, genau, Sofortüberweisung. Aber da musst du halt dann auch deine ganzen Bankdaten angeben, ne? Wo stehen jetzt die ganzen Trecker hier? Wo habt ihr den hingestellt? Ja, brauchst nicht entschuldigen, Lohnunternehmer. Lohnunternehmen GZ. Ist schon okay. So, ich hol mal was zu trinken. Bis du Ja. mit deinem Glas hier angetrabbelt kommst. Ja, das dauert noch ein bisschen. Oh, wir haben nicht das Geld um ein Fario. Guck mal, ich könnte jetzt 8 Leuten meinen schönen Schlepper zeigen. Ja, was willst du noch alles kaufen heute? Ja, nichts. Ich kann ja nichts mehr. Wollen wir mal kurz eine Trinkepause. Ich bin sofort wieder da. Ja. So, dann wollen wir mal steigen wir in den Class Axion. Black Beauty, oder? Nehmen wir den. So, machen wir uns die Fenster auf. Ein Bildschirm brauchen wir nicht. Hier einmal auf. Da haben wir nichts. Haben wir die Klappe runter, die Blende? Ja, komm. Dann geben wir mal Gas. Ah, rechts rum. Wollen wir los zum Händler. Ja, den hat der Chris umgeskinnt. Also die Farbe geändert von dem Glas. Schön in schwarz gemacht. Was? Ne, ich habe gerade erzählt, dass du den umgeskinnt hast. In schwarz. Eingefärbt. Du sagst ja, ich würde den. Ist ja nicht schwer. Von Das weiß uns, jeden. also ich komme nicht aus der ehemaligen DDR. Ich weiß nicht, wie es beim Chris ist, ich denke er auch nicht. Ich bin waschechter Schleswig-Holsteiner. Ah, der Ossi. Da hast du doch einen, der aus der DDR kommt. Das Ding hat er schon ganz cool hingebaut. Ja, dieses Taxi, ne? Der JP, der hat auch, weiß ich nicht, der Ja. läuft auch nicht alles ganz rund, glaube ich, manchmal im Kopf. Ja, der baut viele Sachen um, ne? Ja. Hier ist auch richtig lang, ne? Oder? Zum Händler. Wo war der Händler da? Ja. Ja, man muss sich erstmal zurechtfinden, ne? Ja, das stimmt. Was war das denn? Ich habe gerade getrunken. Blub, blub, blub. Aber Boah, ich was hab für jetzt. Feldwege hier sind, ne? Also, hier kannst du wirklich nicht drüber rasen. Was hast du denn da? Ein Bier oder Eine eine Dose? Cola. Eine Cola. Ja, ich habe vorhin The Biggest Loser geguckt. Da habe ich erstmal ein bisschen Bock auf Cola. So, ich muss mal eben kurz Twitch aktualisieren für die Qualität, was zu sagen. Auf jeden Fall null verworfene Frames. Das passt doch. Von wo denn hier oben an aussehen? In Mecklenburg-Vorpommern oder Ah, Schleswig-Holstein? PlayStation Let's. Ah, Play Let's German. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Ja. Jo, herzlich willkommen. Mit Zocken ist erstmal auf Eis gelegt. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das hier alles gehandelt kriegen. Wir werden noch ein paar dazu nehmen. Aber sicherlich kriegen wir es irgendwann mal hin. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht Auch in wird. Zukunft, dass wir vielleicht mal eine richtige große Zockergeschichte machen. In dem Sinne, wenn wir nämlich hier Mais fahren oder so, 2 Häcksler, 6 Abfahrer, 2 auf dem Silo. Sowas in Genau, der Art, habe ich mir genau. vorgestellt. Mein Vater hat einen insgesamt. Ah, wohne zwar in Bayern, komme aber von oben von der Ostsee. Ah, okay. Und dein Vater 2W50 in Bayern, okay. Ah. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch noch einen Server, ne? Vielleicht könnte man da dann auch je nachdem später auch was mit der Community machen, ne? Dass man da auch ein, sag ich mal, eine Map drauf, wie die Bantico oder hier die Schönebeck. Und dann sagt er, dass man sich dann da mal trifft. Oder
das auf Facebook dann bekannt gibt und dann können wir auf jeden Fall dann bestimmt alle mal zusammen zocken. Das ist nicht das Thema. Das werden wir bestimmt irgendwann mal hinkriegen. Nur momentan ist es halt. Wir stehen noch ziemlich am Anfang. Oh. Der liegt aber irgendwie auf der Deichsel hier, der Breda. Hat der keinen Standfuß? So. Lass mich mal kurz hin. Ja, warte mal, ich steig mal aus. Jetzt. Der hat ein bisschen länger gedauert, ne? Ja, das trinken wir weit weg, ne? Nee, mein Bruder hat noch angerufen wegen so einem Fernseher. Ach so. Ah, okay, insgesamt gibt's nur zwei in Bayern. Ah, cool. Das ist hier unten. Ich weiß nicht, ist das denn der neueste von den Breda gewesen oder nicht? Ja, das war der neueste, der eigentlich da auf der Seite war, ne? Also, ich wüsste jetzt keinen anderen. Oder kannst du diese Stütze runterdrehen, das Rad? Nee, nee, das kannst du hier nicht. Das kannst du nur abkuppeln, aber wenn ich jetzt hier... Ja, jetzt geht's doch. Ja. Dann kuppel mal bitte wieder an, sonst kann ich nicht fahren. Also wir haben ja dieses manuelle Attaching drin. Okay. Ich fahr mal mit hier. Mach das. Dann kannst du mir den Weg ja sagen, wie ich da hinkomme. Ja, bitte am Ende der Kurve rechts. Kevin, sagst du Bescheid, bevor du synchronisierst? Ja, ich sitze hier auch ein bisschen wie ein Pascha drin. Links? Green. Links? Links, ja. Guckst du uns zu, oder was? Jo. Ja, 10 Zuschauer haben wir momentan. Vielen Dank an alle, die da sind. Wir freuen uns sehr darüber. Mann, siehst du? So, dann gehen wir mal raus. Autofahrer. Was hast du gesagt? Ich war bei dem falschen Stream. Also, du sagst mir jetzt Bescheid, ne, Chris, wo ich lang muss, ne? Ich guck jetzt nicht auf die Map. Rechts hättest du gefahren müssen. Hättest du müssen fahren. Na, klasse. Mal gucken. Ich hau mal. Da kann man sich ja drauf verlassen. Ja, was kann ich denn dafür? Wo hast du denn jetzt gerade hingeguckt? Oh, habt ihr den Beifahrerscript reingehauen? Ja, nee, der Klaas hat den von schon drin, als dann müssen wir uns mal hier in der Feldeinfahrt drehen. Das ist ja natürlich wieder. Ich wollte nur mal, dass die Zuschauer ja auch wissen, dass du auch rückwärts fahren kannst. Mit so einem kleinen Ding. So einem kleinen Ding. So, also hier links. Auf den. Achso, das ist das Getreide, ne? Ja, da bin ich auch. Dann kannst du hier am besten gleich vors Tor. Ja. Kann ich dich nämlich direkt aus der Halle nämlich. Dann komme ich auch mit dem Überladewagen nämlich auch da hinten hin. Okay. Okay, das klappt. Nee. Das warst du jetzt, Kevin, ne? Ja, ich wollte nur gucken, ob ich jetzt schreiben kann. Soll ich rückwärts oder kann ich da... Ja, warte, ich track die dort. Hier, Mignon. Da soll ich hin? Und hier rückwärts rein, den kann ich am besten, dann brauche ich nicht so viel drehen. Oh, können wir den schwarzen wieder weghauen? Na, lass ihn doch, das ist mal was anderes. Ist okay. Oh, noch ein Stück durch. Muck nochmal. 2 Meter. Noch ein Meter. Noch ein Stück. Gerade, noch ein Stück. Allerbest. Du kannst blinken. Dörver der Toe. Das Track. So. So, machen wir den mal aus. Handbremse rein. Steigen wir erstmal aus und gucken, was der Kollege da am machen ist. Ne? Also, du bist jetzt wieder. Ach, nö. Live on stage. Fokus? Ja, voll. Wo ist denn der Kalk? Rechts, ne? Ja. Ach, das ist Saatgut, ne? Und links, was ist das? Dünger, okay. Ich hab auch mal. Ich fahre auch extra jetzt nicht so schnell. Nein, lass dir Zeit. Nochmal. Normal mache ich das. Ich liebe diese Spiegel von diesem Fan. Da kannst du die so perfekt einstellen, dass du nicht nach hinten gucken musst. Ja, das stimmt. Die sind top. Wobei die von dem Cerion-Truck, ne? Ja. Die sind noch eine Nummer stärker. Da kannst du nämlich doch die Spiegel an sich einmal verdrehen, dann die Spiegelhalterung verdrehen und dann noch die Spiegelarme kannst du auch noch verdrehen. Ja. Mega. So, Junge, kann's los. Schon voll?
Ja, ich komme mit dem Wagen direkt aufs Feld, damit wir direkt überladen können. Ja. Weil ich glaube, da wirst du ein paar Kubikmeter verballern. Nö, klar, mach das. Ach, hast du den Überladewagen, ne? Hast du nur eingekauft, ne? Natürlich, ich bin Weißt auch. ja. Kann ich seine Plane drauf machen? Nee? Hat bei diesen Ach Nee. hat mit dem Leben. Was hast du gesagt? Kevin? Ist das bei den Aktionen Standard mit dem Licht, wenn er aussteigt, das angeht? Ja, das ist so wie im normalen Auto, ne? Wenn die Tür auflässt oder so. So. Tja, das stimmt. Bayerische Qualität. Wobei ich eins an diesem Terrier nicht so schick finde, an diesem 3.8er ST, dass der so mega glänzend ist und den hat er wirklich mit Skripten also vollgeranzt, das Ding. Also es ist nicht mal irgendwie möglich, diesen, weil die ganze Seekombination funktioniert nur mit dem Aufbau Korntank, sonst kannst du damit nicht sehen. Das heißt, du kannst zwar die Kreisecke hinten randonnern an jeden Trecker, aber Muss ich mal die gucken. Seemaschine funktioniert Ah, okay. nicht. Nein? Oh. Nee, das müssen wir mit dem Zerion sehen. Aber ich habe halt versucht, dann halt den Attacher und das alles umzubauen. Das war aber jetzt auch eben vorhin nur schnell. Ja. Hat noch nicht so geklappt. Man kann es ja mal eben schnell versuchen. Ja, da. Weil ich würde auch gerne diese Kombination hinter den Schlepper haben. Und da geht es dann nachher drum, oh, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Aber das Luftdruck-Skript ist geil. Das schaut echt genial aus. Ja, wo du die Reifen so gesehen in den Luftdruck ablassen kannst, ne? Hat er ja. Das sieht echt gut aus. Auch mit dem Terminal, wo du das steuerst. Schon ordentlich gemacht. Der Lohnunternehmer hat nochmal geschrieben. Ich denke mal, kannst du dich eher mit auseinandersetzen. Jo. Chris. Naja, die Skripte verbrauchen ja keine MB-Zahl, das sind ja nur Textdinger. Das Krasse ist zum Beispiel dieser 930er Warbilder, der so viel MB, weil er so viele Texturen hat. Und da hat er halt extrem darauf geachtet, dass die Kiste halt doch performance-technisch ist. Du kannst jeden Mod irgendwie auf 15, 16 MB runter donnern, indem du einfach diese ganzen Texturen auf 512 kW machst. Habe ich vorhin auch bei dem 930er, der hat eine 10 MB Textur. Jetzt hat sie noch 512, weil man braucht keine 4K. Also, das heißt 4K, 4000 mal 4000, nicht bei dem Oh. Innenleben eines Schleppers. Fox 0210 2013. Oder vielen Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen bei uns im Stream. Jo, auch von mir. Jo, jetzt sehe ich. Was wolltest du jetzt sehen, Chris? Du warst gerade mittendrin. Ja, ich quatsch schon wieder so viel. Nein. Ja, letztes Mal hast du mich unterbrochen. Kevin guckt lieber den Stream als. Zu spielen, ne? Ja. Oh, Duck Day oder Deck Day. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei uns. Das freut mich. Oder uns. Das macht die Cola. Ja, der Chris ist jetzt hyperaktiv. Ja, wobei ihr das gerade sagt, ein Schlückchen könnte ich auch mal haben, ne? Ach, sag mal, Was hier, ich los? wollte nur sagen, hier meine perfekte Frau, die sitzt neben mir und ist auch hart am Zocken mit ihrer Sims-Gemeinschaft. Aber leider kein Stream, ne? Ah, ich glaube, die würde auch streamen, wenn sie könnte. Tja. Haben wir erstmal schön den Rechner hochgepusht, damit sie Genau. Sims 4 spielen kann. Schön neues Netzteil rein. Nee, vor allen Dingen, sie wollte das Spiel haben. Ja. Gehen wir los. Ja, ich will mal gucken, was spielt. Sie hatte noch so einen alten Rechner. Gehen wir da rein. Und mit was gehen wir raus? 600 € weniger. Sie hat einen neuen Rechner mit Monitor, damit sie Sims 4 spielen kann. Ja, Ja, eine boah. kleine SSD, neues Netzteil und so. War ganz cool. Ist doch vernünftig. Also das nächste, was ich mir hole, ist auch eine SSD. Also ich weiß nicht, wie ich bis jetzt ohne SSD leben konnte, wenn du mir Das das weiß ich erzählst. echt, das weiß ich auch nicht. In Also 4 echt. Sekunden von 0 auf 100.
Aber es ist mit diesem X-Boost von Windows 10, muss ich ja dazu sagen. Aber im Ja. alten System mit Windows 7 hat er 10, 11 Sekunden gebraucht. So, ich bin am Feld angekommen, endlich. Nach 10 Stunden. Was hat er denn nochmal für eine Arbeitsbreite? Na, ich guck einfach mal. So, dann wollen wir mal anschalten, ne? Tja, keine Kalktextur da. Das ist ja nicht schön. Oder? Ah, doch, ist Doch. doch, doch, ist eine da. Nun hört doch nicht gleich auf, rumzumeckern. Nur am Anfang ist keine. Ja, ist ja okay, wenn man. Trink mal einen Kaffee oder einen Baldrian-Tee oder so. Ja, ich trinke eine Fanta, das Gegenteil von der Cola. Wieso ist denn das das Gegenteil? Ja, das ist immer Und sehr was kom. ist Sprite? Das ist ein Ja, Mittelding? Sprite ist so ein Mitläufer, der weiß ich nicht. Und Twitter. Ein Sprite halt, ne? Oh, die Wolke ist natürlich auch geil, die dann da hinten rauskommt, ne? Ah, das ist eine ordentliche Wolke, wenn ihr es mal anguckt. Wieso spielst du denn eigentlich nicht mit, Kevin? Kevin guckt lieber zu. Ja, ich kann doch eh nur noch eine 15, ja, 15 Minuten online Und bleiben. dann? Das lohnt sich doch nicht. Nein, das ist schon in Ordnung. Wir den Guck einfach dir. später nochmal auf YouTube-Kanal neuern. Ja, klar. Ich denke mal, ich werde es auf jeden Fall wieder auf YouTube hochladen, auch den Stream später. Also wenn einer jetzt nicht komplett von Anfang gesehen hat oder nicht komplett gucken kann oder nicht dabei bleiben kann, kann sich auf jeden Fall später entweder hier bei Twitch angucken oder bei YouTube. Also das ist kein Problem. Ist ja alles unten drin verlinkt. Kommt er ja direkt dahin. Ist ja kein Thema. Eigentlich ist gar kein Thema bei uns, sag ich dir. Nee. Ich habe manchmal meine armen Gewohnheiten. So Jung, wie sieht das aus hier? Oh ja. Alter, mach Noch brauche ich einmal so ein nicht. bisschen. Echt nicht? Aber ich Nee. kann den ja schon mal hier hinstellen tun, ne? Ja, mach das mal. Dann Jo. kannst du eigentlich, ja gut, Sämaschine, wie viel Geld haben wir denn? 60.000. Ja, Ne, wir brauchen den. Soll ich die mal holen? Soll ich die mal holen? guck mal, was die kostet, oder? Oh. Ich kann den ja aber schon mal hier hinstellen, ne? Ja, den kannst du da stehen lassen, Überladewagen. Dann kann ich mir immer noch Kalk da abholen. Christo, kommst du da rangefahren? Wo hast du denn hingestellt? Ja. Beim Heckloch. Naja, es gibt ja kein Heckloch, aber. Na, da hinten, okay, ja. Oh, dann wollen wir mal die Sämaschine holen, ne? Da kann ich ja hier sehen bis nach Meppen, ey. Ja, bis der Arzt kommt, ne? Oh, das ist doch wieder viel. So, dafür müssen wir erstmal ein bisschen mal zum ortseigenen der Bank laufen. Und zack. Bisschen Geld holen, ne? Tja. Direkt Okay. verschulden, ja. Beim Neuanfang. Ach, die wollen ja auch, dass wir hier investieren, ne? Ja, müssen wir. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Sonst ziehen wir hier ganz schnell wieder zurück. Genau. Aber Boah. ich merke es ganz genau, wenn du kaufst. Ja? Ja. Aber das ist ja ganz normal bei LS. So, behalte ich jetzt die Schaufel? Nee, die, man muss Wie hier eine kann ich die Frontlader. englische Tastatur ändern? Die englische Warum hast Taste du... unten rechts, wenn du in der Taskleiste bist, ne? Also weißt du, was die unten rechts, weißt du, was die Ja. Taskleiste ist? Ja. Wo Start und alles ist, ne? Drückst du, müsstest du unten rechts jetzt eigentlich eng haben. Ganz, also da neben der Uhrzeit und so. ENG müsste da stehen. Genau. Und da musst du dann einfach drauf und dann auf Deutsch ändern. Hast du? Ja, mein Glück ist halt weg. Ja. Ja, das kann mal passieren durch irgendeine Taste, die man drückt, falsch oder so. Aber ja, da kannst auch manche durch vorne und ja, vorne Aufgabe stellen, die nicht lösen können. Ne, Matze? Was denn? Was? Nö. Nee, aber es gibt auch diese Tastenkombination, da kannst du den Bildschirm drehen, ne? Also das Bild drehen auf den Kopf stellen. Okay. Und wenn ihr die Tastenkombination nicht kennt, kriegst du das auch nicht mehr geändert, auch nicht mit dem Neustart vom Rechner. Da ist alles auf dem Kopf. Aber die Ja, aber das verrate ich kannst du, jetzt das. natürlich nicht. Ja. Doch, das kannst du doch ändern im Anzeigemodus. Nee, das geht da auch nicht. Das geht nur mit Tastenkombination.
So, ich nehme mal zum Sehen den Johnny, ne? Ja, klar. Glaubt. Du kannst auch den ja nehmen. Also ich brauche jetzt ja keine 410 PS für... Nee, ich möchte den Klaas nicht. Ich mag schwarz nicht. Oh. Also die Farbe ist natürlich wirklich grausam. Warum nimmst du... Ach so. Warte mal, welchen Fendt hat der jetzt, Kevin? Den Fendt... 39. 39. Aber der hat natürlich jetzt auch die Saatgutschlauchgeschichte, ne? Ja. Ja, Lohnunternehmer. Dann vielen Dank, dass du da warst und ja. Schlaf gut. Hauen Sie rein. Ja, und schöne Woche, ne? Ich denke mal, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Bis denn. Jetzt wollte ich doch noch unsere schöne Saatgutmaschine präsentieren. So, ich fülle jetzt aber mal meinen... den... Kalkstreuer mal wieder auf. Wie viel hast du jetzt da drin? 16. 16? Zack. Da muss ich, glaube ich, längs drunter fahren, oder? Kann ich da rückwärts drunter? Was wollen wir denn da ansehen, Chef? Ja, Stroh haben wir jetzt genug, ne? Ja, in dem Sinne schon. Habt ihr, sag ich mal, vor, die Mastanlage mit Betrieb zu nehmen, sonst hätte ich gesagt, dass das Feld einfach geteilt wird. Vielleicht Hälfte Rüben. Je nachdem, oder Mais oder so. Na, pass auf, Kevin, wir müssen erstmal hier unsere Tierversorgung in Gang bringen. Wenn wir mit den Tieren klarkommen, ne? Ja, dann mal. Dann können wir nachher mit der Mastanlage anfangen. Ja. Ne, mit der Schweinemast, meinst du, ne? Ja, da gibt es ja Schweine, Rinder und Gänse. Ja, ich würde dann erstmal irgendwie mit Schwein anfangen, oder wir fangen wirklich mit Rinder an. Das Problem ist, du hast ja hier auch noch so eine schöne Schrotanlage, dass du Schrot produzieren kannst, genau. Also für die Schweine. Also ich würde, also Stroh haben wir erstmal genug, oder? Wie viele Ballen hast du jetzt da gelagert? Weil es war ja nicht mehr bis zum Ende dabei. Weil dann würde ich vielleicht... Aber Raps brauchen wir ja. Ja gut, bringt Raps viel Geld? Raps bringt halt nicht so die Menge, ne? Nee, ich würde auch erstmal, wo wir noch ein Zusatzprodukt bekommen. Ja, aber Mais haben wir nichts für. Ja, dann würde ich wieder zu. Dann würde ich Weizen sagen. Oder? Ja. Aber dass wir dann vielleicht das lose Stroh nehmen und das vielleicht verdonnern oder so verkaufen, keine Ahnung. Keine Ballen machen da draus. Wir können auch, Boah, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Was denn? Oh, ein Zinken hängt fest. Wo hast du dich festgefahren? Oh, ist nicht wahr, ey. Erzähl. Das kann ich gar nichts an. Ach ja. Also jetzt hat mich ja schon wieder. Hast dich schon wieder befreit, ne? Aber ja, vom Mike ist heute aber auch nichts mehr zu hören gewesen, ne? Der sitzt da wahrscheinlich mit seinen Nachbarn. Ja. Der hat ja noch anderes zu tun. Der ist morgen früh wieder da. Ja, der macht dann morgens die Arbeit. So, ich komme. Tu das. Mit den Trackers. So, ich glaube, jetzt werde ich aber auch mit GPS hier fahren, du. Ja? Na, wie weit bist du runter? Hat der Hänger an Volumen verloren, oder ist es wieder so, wie wir das kennen? Was denn? Wie meinst du am Volumen? Nö, nee, der, ja. Da ist auf jeden Fall rausgegangen, ne? Also... So, ich wollte doch unsere neue Seemaschine präsentieren. Soll ich mal vorbeikommen? Ja, komm mal vorbei. Ich komme zu dir. Dann kannst du schön ansetzen gleich. So, mach ich den Trecker mal eben aus. Muss aber allen sagen... Handbremse rein. Der ist noch nicht hier. Also, perfekt. Was ist noch nicht perfekt? Der ist noch nicht angepasst. Das ist ja nicht den ich schon bearbeitet habe, der Schlepper.
Ja. Also wir Wo bist du laufen. denn? Du bist da hinten. Ja, ich komme jetzt. Das soll ja spannend bleiben. So, dann zeigen wir euch mal die Seemaschine, die schicke. Die kennen sie alle. Sie ist nur leider, also sie ist halt klar, es gibt diese gibt es auch zu downloaden, aber diese Version, die wir hier haben, die Hat einen gibt's. großen Unterschied, weil sie Genau. kann. Stehst du da vorne? Ich sehe dich nicht. Nee, ich bin jetzt gleich da. Bist du denn? So, genau jetzt bin ich vor dir. Ah, das ist wieder Synchrofehler. Ja, mach mal auf die Plane. Weil hier kann man die Plane öffnen. Genau, das rollt sich nach hinten. Halt, dann sieht man da das Saatgut. Und es läuft dann hier über diesen Saatgutschlauch, der da angeschlossen ist, am Trecker vorbei. Und ja, die Schläuche müssen wir halt noch anpassen, ne? Ne, die sind ja bei mir, sind sie schon angepasst, die habe ich verlängert, dass sie in die beiden Ja. Verteilerhauben da kommen. Also, Ist genau. aber bei dieser, weil das noch das Original ist, hier Genau, genau. 7930. Genau, dann müssen wir den John Deere noch austauschen. Aber dann laufen diese zwei Schläuche hier auch bis hinten an die zwei. Einmal hier an den Schlauchverteiler und da hinten an den Schlauchverteiler dran. Und das ist halt die schicke Sämaschine. Hebt mal vorne. Ach Kannst nee. du mal die Zapfwelle andonnern? Vorne oder hinten? Hin. Ja, die ist dran, oder? Zapfe. Ach nee, warte mal. Jetzt kuppel ich ab. Mit Y. Nee, ist mit Ü Zapfwelle befestigen. Bei mir, da musst du selber machen. Ich habe mir das ja umgelegt auf die anderen Tasten. Oder ist das bei dir das gleiche? Dann ist das genau das Ding wie bei dem. Da müssen wir manuell. Ja, da müssen wir. Das Ah, dieses scheiß umbelegen. manuell Skript. Oder wir müssen manuell Attaching rausnehmen. Jetzt kriegen wir das Ding nicht angekoppelt. Nee, das kannst du jetzt vergessen. Das kriegst du jetzt darüber nicht angekoppelt, weil sich das ja. Ja, da hat sich die Zapfwelle auf dem falschen Dingens. Das müsste eigentlich auf Y liegen. Das heißt, wir Ja, müssten. müsstest du den Stream beenden. Sonst geht das nicht. Wir müssen raus. Ja. Können wir nicht dieses manuelle Attaching rausnehmen? Also ich beende den Stream jetzt nicht, aber also unsere der Ton bleibt da, aber das Bild geht jetzt mal. Speicherst du, Chris? Ich kann nicht Ja. speichern. Das Bild bleibt da. Ach, das Bild geht weg, aber der Ton bleibt da, weil wir jetzt mal eben dann das manuelle Attaching rausnehmen. Gibt Damit. gespeichert, ne? Okay, dann mache ich das mal eben. Damit wir die Seemaschine auch vernünftig benutzen können. Das ist halt noch ein Warte mal, oder Fehler. soll ich draufkommen und die befestigen? Kannst du auch nicht. Nee, das kannst du nicht. So, ich stoppe eben. Dann wollen wir mal manuelle Attaching. Wo haben wir es Ja denn? gut, dann hau ich auch ab, ne? Bis morgen. Jo, bis morgen, Bis ne? morgen, ne? Oh. Schlaf, User Jude. disconnected from your Ah, channel. schon weg. Wo haben wir denn hier manuelle Attaching? Da, manuelle Attaching. Ah, dann werde ich das jetzt mal rausschmeißen. Ich lösche das direkt komplett runter, oder? Jo. Was meinst du? Jo. Oh, ein Headset. So, und dann wieder starten. Das G930 ist bei Amazon im Angebot. Für wie viel? Das gucke ich ja gerade, Chef. Ganz gespannt. So. Bestimmt unter 100 Euro wetten. Ist nicht wahr. So. Also, der Server ist wieder online, ne? Kannst wieder einsteigen. 84,99 kostet das nur. 84,99, ja, aber ich weiß wahrscheinlich warum. Weil die keine Software-Updates mehr machen für ihre Sachen. Das Nee, ist. nee, das geht, das Angebot ist nur 2 Stunden, 6 Minuten. Aber Das das ist aber auch bei meinem bei meinem Headset, was ich habe, ne? Da ist der Mist, die machen keine Software-Updates mehr für das Headset und brauchst du auch nicht. ja, aber es gibt ja eigentlich diese Software dafür, wo du das dann vernünftig mit einstellen kannst und Ja, das aber wenn du musste. es einmal, du musst ja nicht dauert. Aber das ist ja, es gibt ja keinen, gibt es ein neueres als das G930? Nee, Logitech hat das ja eingestellt, ne? Mit Gaming-Software. Und mit Ja? Gaming-Hardware, ja. Die machen nichts mehr mit Gaming. Wieso?
Weiß ich nicht, Ja, warum nochmal nicht. das G29 rausgehauen und das war's dann, oder? Ja. Eigentlich sollte jetzt nichts mehr kommen von Logitech als Gaming. So, ich probiere mal anzukuppeln. Eigentlich müsste das ja jetzt so gehen, ne? Ah, jetzt Was ist die fehlt mir denn Zapfwelle auch hier? dran. Dann kannst du reinkommen. Wieso fehlt mir denn jetzt schon wieder dieser Satteltrakt? Was für ein Satteltruck? Wollt ihr mich verkacken? Ich zeig den Gästen schon mal. Ja. So, den Zuschauern. So. Einmal starten. Hat nur Weizen gesagt, ne? Ja, ist eingestellt eigentlich. Ja. Ich liebe diese Haschwerte. Ah, ich muss den Schlauch noch einblenden. Und das Lenkrad runter. Schlauch, das war hier. Saatgutschlauch. So. Da läuft der Schlauch jetzt auch wieder an der Seite. Und dann müssen wir demnächst einmal die Trecker austauschen, ne? Dass der Saatgutschlauch auch bis zum, bis zur Sämaschine hinten läuft, ne? Ja. Was sagst du? Hab was? Nix. Ja, ist ja, ich muss sie nur noch fertig machen, das mit der IC Interactive Control Steuerung da alles Ja. verbinden. Bin noch die Doppelbereifung ran und dann. Warum nimmt er das denn hier nicht? Was? Ja, hier nimmt er ein Stück nicht vom Feld. Ich habe mich gerade schon gefragt, was ist denn hier los? Nee. Dann haben wir noch ein Problem hier. Mal gucken, wann er wieder anfängt zu sehen. Ah, die Zuschauer sind auch eingeschlafen. Rosa, hör mal die Maschine. Hier bin ich. Aber guck mal, siehst du das? Nee, ich sehe nichts, soweit ich nicht da bin. Achso. Irgendwie seht ihr hier nicht. Würdest du mich reinlassen? Dann wäre ich nämlich da. Ja, komm raus. Ach, komm. Kannst du rein switchen. Naja, der sieht auch nicht, weil du musst auch den Korntank anmachen. Nee, da hinten hat er ja gesät. Das Stück. Ja, weil er da ein bisschen schon reingepumpt hatte. Ach so. Ja, Minion. so weit wusste ich dann auch noch nicht. Du musst vorne den Korntank auch abmachen. Das war bei dem alten nicht so, ne? Bei der alten Du musst Version. auch bei beiden Sachen, du kannst auch vorne die Saatgeschichte verändern. Okay. Das ist ja cool. Die Karte mal aus, so. Siehst du? Das ist ja krass. Ah, okay, dann pumpt er das dann da rein. Ah, okay. Ah. Ah, okay. Dann mache ich mal Deswegen ist das eine weiter. ganz coole Nummer. Wieso wird denn jetzt Gerste? Achso. Was Gerste? Was meinst du mit Gerste? Nee, ich muss aufpassen mit meiner Tastenbelegung. Warum? Ach so. Ah, ich weiß, was du meinst. Ne? Das Problem, was wir schon mal hatten. Ja. So, ich düng weiter, ne? Oder kalk weiter. So, TBS. Ein New Kurs wird bestimmt. Ein bisschen weniger Arbeitsfreude. Tut immer gut. Kein Offset. Und dann gib ihm, wa? Ja, immer Vollgas. Dafür habe ich auch wieder eine Tastenbelegung. Der Joystick ist überbelastet, überbelegt, glaube ich. Ich sehe mal da, wo du schon gekalkt hast, ne? Ja, klar. Hier funktionieren sogar die Spurreißer. Ja? Ja, und der funktioniert, glaube ich, alles soweit, ne? Ja, die ist top.
Wirf keine Fehler auf den KD Server. Ja. Ist ja quasi auch eine Direktsaatmaschine. Du hast morgen frei. Ja. Ach ja. Ja, dann kannst du das ja morgen auf jeden Fall. Ja, oder wenn du morgen Zeit hast, kannst du ja dann die Trecker da dann austauschen, ne? Mit den Schläuchen zum Säen. Ja, denke ich mal schon. Dass wir das dann auch richtig haben. Ja, ich muss ja morgen leider wieder früh raus. Deswegen wird es heute auch nicht mehr allzu lange gehen. Ich denke, nee, ich wollte so auch nachher gleich einen Film gucken noch. Ja, ich denke mal. Eine Viertelstunde. Ja, ich genau, Viertelstunde, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich werde hier noch zu Ende kalken. Und dann werde ich auch Feierabend machen für heute. Morgen nämlich wieder um 5 Uhr aufstehen. Und dann den ganzen Tag wieder mal lochen. Hi, Runlax. Runlax IP. Hallo. Alles fit? Herzlich Nonsens. Willkommen. Noch jemand da? Oder noch jemand fit zum Schreiben um die Uhrzeit? Wochenende geht einfach so schnell vorbei, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Du hast doch schon ab Freitag Wochenende. Ja, aber trotzdem, das ist doch nicht mehr normal. Umso älter man wird, umso schneller gehen Tage einfach vorbei an einem. Ich überlege, früher noch zur Schule gegangen, bis hattest du ja fast jede 3 Wochen Ferien, ne? Ja, 13 Wochen frei, ne? Ja. Jetzt freust du dich über 6 Wochen. Ja. Plus 2 Wochen Krankenscheinurlaub. Ja, jetzt habe ich aber gerade FPS-Probleme hier. Und du Mike doch auch da hinten in der Ecke. Naja, ich bin nicht hier, da hinten in der Ecke. Ich bin hier vorne am Dingens. Wo, wenn ich nach da hinten gucke, auch? Naja, da geht's. Fängt er sich wieder oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Ich hoffe, dass Mike morgen früh nicht hier das Gesäte wieder überkuppert. Warum? Nee, das wird er schon sehen. Sonst schreiben wir das einfach gleich mal flott im. Aber ich bin morgen früh eben. Ach, du müsstest den Hänger hier nochmal. Na komm, ich mach's eben selber. Aber ich gehe nochmal eben kurz hier raus. Müsste ich mit dem Hänger machen. Ne, den nochmal ankippen. Dann mache ich das gleich nochmal eben selber. Ich gehe nochmal eben flott hier raus, weil der hat sich gerade anscheinend irgendwie. Ist ja leider bei LS manchmal so, dass er ein bisschen buggt. So, Multiplayer. Spiel beitreten, Deutschland. Da, zack. So macht Sehen Spaß. Ja? Ja. Das freut mich doch. Dass du Spaß beim Sehen hast. Ja. Außer wenn Leute da in mich reinjoinen. Ja, was geht? Also, momentan sind wir hier das Feld wieder am Vorbereiten. Feierabendvorbereitung. Genau. Gleich Richtung Feierabendvorbereitung. So, jetzt habe ich die FPS-Einbrüche auch wieder weg. Ja. Welche Naturgeräusche? Ach so. Nein, er meint hier, ach, ich brauche ja gar nicht mehr aussteigen zum Abkuppeln. Was meint er denn? Ich denke mal, er wird die normalen Naturgeräusche auf der Schönebeck meinen. Das ist jetzt, so, denke ich mal, nichts. Krumme Beine, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen, aber du bist ja schon länger jetzt im Stream. Also, nicht gerade seit gerade da, aber vielen Dank für dein Follow, auf jeden Fall. Vögel. Vögel. Nicht der Kleber. Ja, du, ich hab in Biologie aufgepasst. Naja. So, da ist er doch wieder voll. Schön, wenn das mal alles klappt, ne?
Ja, das ist wunderbar. Also, ich meine, ich hatte. Wir haben ja auch schon viel ausprobiert. Ja, so langsam kommen wir auch zu dem Bereich, wo wir hin wollten, ne? Kugeln? Was für Kugeln? Ausrufezeichen. Warum Kugeln? Weiß jetzt nicht, was du mit Kugeln meinst oder ob das Punkte sind oder so. Points? Nein, sowas gibt es hier alles nicht. Hier wird einfach nur gezockt und könnt zugucken, wir unterhalten euch und ja, aber Points oder Chips oder so weiter haben wir leider nicht. Was ist denn das? Ich weiß es selber nicht. Ich glaube, das sind solche Punkte, die man kriegt, wenn man zuschaut oder so. Ach, wir sind einfach Noobs. Was wollte ich Wir jetzt? schießen. Was? Ich hätte doch gesagt, wir sind einfach Noobs. Und mein Schatz meinte gerade, lachte denn und hat an dieser 1 und 1 Werbung gedacht, wo die Oma sagt: Noobs, ihr siehst du. Flips. Kids. Ja, genau. Oh, Flips hätte ich gerne ein paar. Passt zu meiner Cola. Ja, ich Hier, ist hatte. Slow Motion, der passt auch. Der weiß ganz genau, was ich mag. Na, da siehst du mal. Vielleicht kennt er dich ja sogar. Nur du weißt nicht, wer Nee, der wird dann was anderes schreiben, glaube ich. Vielleicht ist ja sogar deine Frau, die neben dir sitzt. Nee, das glaube ich, kriege ich hin, auf ihren Monitor zu gucken. Außerdem ist sie weg. Ja, okay. Aber am Handy kann sie auch schreiben. Das kriegt sie nicht hin. Sag mal, was macht ihr eigentlich nebenbei? Zockt ihr selber hier LS oder sitzt ihr jetzt einfach nur so wie ich auch manchmal vor irgendwelchen Livestreams und guckt euch das an? Wobei ich mache das immer, wenn ich auf der Map am Arbeiten bin. Das ist mal ganz angenehm. Ich mache es meistens, wenn ich am Zocken bin, eigentlich selber. Und dann nochmal die Frage zur Qualität, Ton und so weiter. Muss ich erstmal am Anfang leider immer mal wieder fragen. Aber hier hinten ist ja schon gedüngt, hier Also drüben. die Chatqualität ist top. Ja? Klasse. Da bin ich ja nicht. Da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Das sind ja unsere Zuschauer. Aber bis jetzt ist ja alles super. Ja, ich bin jetzt eigentlich fertig, weil hier rechts ist ja noch gedüngt, wo das verdorrt war. Ja, allerbest. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch was Kalk übrig. Also die Sämaschine holen wir uns noch eine zweite von, würde ich sagen, wa? Ja, ich mache jetzt aber das Vorgewände, muss ich hier noch kalken. Immer noch gut. Ah, guck mal. Ossi ist für die Qualität da. Ossi schreibt immer, ob die Qualität und der Ton top ist oder gut ist. Ja. Vielen Dank. So, dann fahre ich hier noch das Vorgewände ab. Ja, ich glaube, ich muss den aber auch nochmal streamen, wa? Dass man am besten den Stream nochmal von meiner Seite aussieht. Ja, wie gesagt, man kann ja diesen Multistream machen, ne? Dass man zwei Fenster so gesehen hat, ne? Und dann aber trotzdem einen Chatraum so gesehen, ne? Ja, das sollten wir auch vielleicht mal machen. Und also, dass du einen Chat hast, aber dann so zwei Streams übereinander. Aber das Problem könnte halt dein Upload sein, ne? Ja, warte mal. Da krieg ich schon hin. Ja. Nee, aber wäre, denke ich mal, für die Zuschauer bestimmt auch spannend. Mal von deiner Wäre es Seite auch, aus sehen. ja, nur mal an alle, wäre das auch mal interessant, wenn ich, also ich mappe ja ziemlich gerne und kriege da eigentlich auch fast alles hin. Ich wollte mal so Tutorials machen, vielleicht auch im Livestream und das dann direkt hochladen, also wirklich mit auftretenden Problemen, die sofort irgendwie behoben werden oder wie man das schafft, weil ich finde, teilweise gibt es da nicht so schöne Hilfen im Internet. Also, was ich bis jetzt alles selber gemacht habe, das musste ich mir auch selber beibringen.
könnt ihr mal Meinung dazu lassen, das wäre mal ganz interessant, weil dann würden wir hier auch eine Sparte machen mit Tutorials, gerade was Mappen angeht. Wie man was einbaut, wie man neue Fruchtsorten einbaut und allen so ein Kran an Kram, so wie man die Plane einbaut, damit auch wirklich überall Saatgut ist oder Kalk oder so. Ja, das Ganze ja. Also, das ist bestimmt für viele auf jeden Fall interessant. Da kann man eine eigene Playlist machen und zack. Alles da reinschmeißen. Mapbau. Oder Modbau und alles. Modding, Mapping, Tutorials. Ja, wie man Gebäude zum Beispiel, einen neuen Kuhstall, das Gebäude einfach mit den Funktionen ausstattet. Oder Türen animieren. Kleinigkeiten halt. Ja, klar. Ja, und die Frage, ja. Ist ja auch die Frage, wir haben ja bis jetzt eine Map-Vorstellung gemacht. Ob sollen wir denn noch mehr an Map-Vorstellungen, Mod-Vorstellungen oder sowas weitermachen? Ist natürlich auch die Frage, ne? Ach. Weiß nicht, das können wir irgendwann mal machen, glaube ich. Ja. Weil dann ist es immer so ein Stress. Man muss ja auch irgendwo dahinter stehen, ne? Ja, ja, klar. So, aber genau jetzt kommt es wieder. Als ich jetzt gerade wieder genau hier an der Stelle bin. Mit den FPS. Siehst du, Ozzy, dann könnte ich dir zum Beispiel... Ozzy wäre schon mal dabei, auf jeden Fall. Ja. Ich würde dann nämlich das so anfangen, wie man am besten eine Map aufbaut. Ganz von Anfang an. Also ganz von Anfang an, dass man wirklich, wie man strukturiert sowas aufbaut. Damit man nachher nicht so wirklich diese Fehler hat. Und wie man auch die Ordnerstruktur in der Map selber macht. Wie man zum Beispiel die Map ziemlich klein hält, damit sie für alle spielbar ist. Da kann man nämlich auch ganz viel Performance noch raushauen. Ja. Also ich kalk jetzt mal eben hier fertig, dann muss ich nochmal runter, weil hier hat er irgendwie FPS-Einbrüche. Wenn ich jetzt hier in der Ecke bin mit dem Kalk und mit dem Überladewagen oder so, weiß ich nicht, wo es anders jetzt liegen könnte. Mein Rechner zu schwach, würde ich sagen. Ach. Das würde ich. Das. Nee, das wird nicht das Problem sein. Das wird irgendwie was hier fehlermäßig sein. Aber haben wir denn hier irgendwas? Warning, ne, Cleveland, oder Kernewald, halt, ne, eigentlich nix. Da brauchst du nicht gucken, da ist nix. Ne. Dann gehe ich nochmal kurz raus. Oh Leute, das sagt mir auch keiner, ne? Dass ich den Unterlenker nicht draußen hab. Ich hab nichts gesehen bei dir. Leider. Tut mir leid. Jetzt bin ich alleine hier. Ja, ich komme ja jetzt wieder, aber wie gesagt, lange geht's nicht mehr. Dann ist nämlich erstmal Feierabend für heute. Und dann hoffen wir euch auf jeden Fall demnächst nochmal wieder zu sehen. Wann genau? Vielleicht morgen? Mal gucken, ne? Ich hab morgen noch frei, ne? Ja, ich weiß nicht, wie lange ich morgen arbeiten muss. Bis um 2. Ja, das wäre ein Traum. 3 Wochen noch, habe ich einfach Urlaub. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie gleichzeitig Urlaub kriegen. Ist richtig. 2 Wochen nur für LS. Naja. So. Abends mache ich es immer ganz gerne. Hinsetzen, Käffchen trinken. Ja, klar. So, eigentlich bin ich. Also, ja, gut, komm. User joined your channel. Guten Abend. Guten Abend, Shogun. Guten Abend. Ja, wir haben gerade gesagt, wir machen jetzt gleich Feierabend. Also lange bleiben wir nicht mehr. Eigentlich ja, nur noch ein paar Minuten. Jetzt noch eben hier was wegstellen, noch ein bisschen hier noch den Rest machen und dann sind wir fertig für heute. So. Sag mal, Chef, hast du eigentlich schon die Brille wieder hochgeladen? Chris? Die Drille? Ja. Wieso? Nur so. Warum? Dein Interessenhalber. Also ich habe sie nur bei uns auf dem... Ich arbeite jetzt gerade das erste Mal. Ich habe ein bisschen was mit rumprobiert. Ja, und? Ja, das ist alles... Die ist top. Echt, vielen Dank. Ach, doch nicht dafür. Ey, echt geil. Und das Problem ist... Ich wollte ja auch diese Lampengeschichte, dass man die an den Schlepper ranhängen kann und ja, sehen kann. Das geht nicht. Das kannst du nur mit dem Saatgutbehälter, was auf dem Zerion drauf ist.
machen. Jetzt muss ich mich halt noch damit auseinandersetzen, wie ich eventuell das umbauen kann, dass dieser Fronttank jetzt von dieser Drille dann umbauen kann, dass das dann zu dem Saatgutbehälter, zur Lampen-Seemaschine passt. Das kann aber ein bisschen dauern, weil das geht in die Materie rein. Aber das kriege ich hin. Also ich will es hinkriegen. Also die hier läuft echt ass rein. Allerbest. Top. Geil. Macht Spaß damit. Rumprobier, da. Slow Motion sagt, rumprobiert kein Alkohol im Stream. Slow Motion, der ist auf Zack. Na, ich möchte mal wissen, was der die ganze Zeit überhaupt macht. Tja. So, aber ich bin fertig mit Kalken. Ich stelle jetzt das hier auch wieder weg. Und den Dingens. Wo stehen die ganzen Sachen hier alles überall unter, ey? Hey, du kannst ja auch in die Hallen was reinstellen, Junge. Ja, ja, mach ich ja. Die ganze Zeit schon. Hier, doch, da komme ich doch rum, ja. Gut, dann fahre ich die Bahn noch zu Ende. Ich lasse den Schlepper auf dem Hof, ich werde abgeholt. auf dem Feld. Ja, den kannst du für die Frühschicht stehen lassen. Ja, ich bin morgen frühschicht heute. Ja, 5 Uhr ist morgen aufstehen. Ach, 5 Uhr schreibt Mike wieder. Was habt ihr wieder gemacht? Ja. Sind wieder neue Mods drauf? Nix von gesagt. Da gibt's wieder Ärger. Ja. Ah ja, das wird schon. So, stellen wir den Düngerstreuer mal weg. Die wird ja sogar dreckig, sehe ich gerade. Ja, sicher. Wir passen da sicher, das ist... Außer der Fronttank, der wird nicht dreckig. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ey? Ja, dauert noch was länger. Also bei mir ist er mal dreckig geworden. Ja, man soll ja auch nicht überall damit gegenfahren, ne? Ja. Ja, der hängt ja auch nicht direkt, also der ist ja nicht direkt auf dem Boden, ne, dass der direkt dreckig wird. Ja, und der Staub ist ja auch erst hinter der Drille. Genau, deswegen. Also... So, ich komme den Überladewagen holen, ne? Das machen wir. So, und dann werde ich mich gleich mit meiner Cola. Wenn das meine Cola ist. Ich glaube, ich hätte ja noch nicht. Ich habe hier noch so einen Captain Morgan, ne? Da ist ja noch so ein Schluck drin, aber... ja. Ich glaube, da ist eher ein Schluck Cola drin und. Ne? Andersrum mit dem Alkohol. Nee, ich genieße Alkohol. Ich trinke ja so, ich gebe zwar sehr viel Alkohol aus, aber ich trinke ja sehr, sehr selten. Ja, wo habt ihr den Überladewagen hier? Den, kriegst du beim Mottoster. Genau, beim Mottoster, ne? Uldi-Anhänger. Da gibt's einmal das Pack, dass die, einmal die ganz normal und den mit der Überladeschnecke läuft einwandfrei. Ja. X war das, ne? Das Rohr weg, genau. Ja. Wenn du die Plane drauf lässt, die Plane, dann ist das sogar so, dass du, der keinen Inhalt verliert. Das ist natürlich blöd. Aber ich habe genau hier immer die FPS-Einbrüche. Keule, du hast hier aber vergessen, die Seite zu düngen. Welche Seite? Ja, die, wo ich gerade bin. Hab ich schon gedüngt. Nee, da bist du nicht mit Kalk nochmal im Vorgewenden rumgefahren. Ja, ich hab noch ein bisschen Kalk, aber ich hab jetzt genau... Nee, das... Was? Ja, irgendwas... Ich fahr da gleich auch mal längs, ob ich auch Einbrüche hab, ja? Nee, das... Entweder liegt das hier an dem Kalk in dem Hänger? Nö. Hänger ist doch leer. Nee, da ist noch ein bisschen Kalk drin, eigentlich, oder? Ah, nee, der ist leer, tatsächlich. Der ist leer! Da kriegen die Zuschauer, da kriegt ihr mehr mit als ich. Aber woran liegt das denn bitte da in der Ecke? Bist du Slow Motion? Alkohol, ne? Nicht ich. Ja. Ich würd nie im Leben Alkohol trinken, also. Aber jetzt ruckelt auch dein Stream gerade, ne? Ja, deswegen. Ich habe auch gerade SPS so gesehen. Ich müsste jetzt wieder raus. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal, mache ich das jetzt. Du kommst jetzt aber nicht wieder rein, ne? Doch, ich stelle jetzt wenigstens noch vernünftig weg. Sonst ist der Mike wieder am Heulen. Es geht doch schnell bei mir. Smileys. Und wo hast du immer deine Einbrüche? Genau da vorne an der Ecke, wo die Auffahrt ist. Aber wo der Hänger da stand, wenn du noch in der Ecke warst
Aber es, also ich habe ja gar keine Probleme. Nee, also ich denke mal, Rechner schafft das ohne Probleme. Ach ja, heul doch rum. Nein, das jetzt habe ich einen Frames-Einbruch. Aber das ist auch wegen Synchronisierung. Nee, das wird irgendwas mit dem Hänger zu tun gehabt haben. Keine Ahnung mal. Aber ich muss ja eins sagen, ich kann mir das ja gar nicht mehr vorstellen. Also die ganze Zeit diese Musik von LS und dann noch den New Holland da im Hintergrund. Wo denn? Was? Wo? Hier ist ja gerade bei ihm bei der Synchro. Ach so. Okay. Ja, aber meint wegen seinem 1050er Hintergrundbild. Ach, hast du das geändert bei dir? Ja, sicher. Ja gut, das kann man ja. Also ich habe ETS als Rücken. Ich habe Ketten und Crops da stehen. Nein. Oh ja. Ja, das hat man ja gesehen, ne? Deswegen. Ich kann ja leider nichts anderes sagen. Wer ist auch immer Schlangenlinien gefahren? Ich? Nein. Ja, really? Es ist ich ja nicht. Schon spät. Das liegt nicht... Nein. Jungs, wir sind auch seit heute Morgen dabei zu arbeiten hier dran, ne? Genau. So. Guck mal, selbst dieser Bereich ist auch... Also... Naja, was soll's. Komm, er hat sich doch auch gut gestärkt, ne? So. Wer? Er hier. Ja, der Mathe. Ja. Wie sieht's aus bei dir? Na klar. Was? Ach ja. So, wo stellst du denn jetzt nicht einfach hier irgendwo hinstellen, die Sämaschine, ne? Die Kombi kannst du einfach so stehen lassen. Zusammenlassen, meine ich. Meinst du, er findet er? Ah ja, ich weiß ja nicht. Ob du morgen früh als erstes da bist oder Mike? Ja, ich natürlich. Du, mein Freund. Oh, ich hab ja ganz vergessen hier, du. Was denn? Frontlader-Schot. Ach. Guck mal, der ist trotzdem dreckig geworden. Obwohl du ihn jetzt gerade erst dran gemacht hast. Ich sag da nichts. So, vielleicht kriege ich das ja morgen hin, dass ich den John Deere hier mache. Ne? Ja, klar, mit den Schläuchen. Die Doppelbereifung, ne? Wird echt geiler aussehen, glaube ich. Ja. Weil das ist Kombi und. Ja. Den Fan habe ich ja schon hochgeladen. Ja. Nee, gut. Ja, dann würde ich sagen, ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ich denke mal, morgen vielleicht wieder oder auf jeden Fall die Woche sind wir wieder online. Ja. Bei Twitch. Und dann, ja, schönen Abend noch und schlaft alle gut, ne? Bis denn. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.